Leer. Treppe, 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 also alles zurück. Sag mal hier, da brennt was. Die Tür ist abgeschlossen. Mhm. Asthaufen. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Mhm. Säcke. Ja, Säcke. Ja. Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Dieses ganze Laub wird irgendwann verbrannt. Mhm. Eimer. Die letzte Ruhestätte für die Bäume und Sträucher. Zurzeit ist er leer. Häcksler? Das sieht aus wie Blut. Aber wie ist das möglich? Aber, hä? Haben die da so einen Menschen zerkleinert oder wie? Henry! 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 Henry? Ja, ja. Ja? Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Mhm. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Es wird mysteriös. Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Ich will Sie nicht... Naja, ich schau noch mal hin. Kann ja nicht sein. Bin ich senil? Hier ist nichts. Hä? Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Da war doch Blut. Muss das Blut hin? Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ist wohl besser. Naja, gut. Dann haben wir hier ja alles erledigt. Dann gehen wir hoch. Gehen wir zurück ins Schloss. So, wo waren wir noch nicht? Esszimmer waren wir schon. Dann gehen wir mal zur Bibliothek. Ach, wer ist denn da? Wen haben wir denn da? Symbole. Um den mächtigen Monolithen herum wurden alte Symbole und Zeichen in den Boden graviert. Heutzutage kennt niemand mehr ihre Bedeutung. Mhm. Sofa. Wappen, Kamin, Bates. William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen, aber das ist schon sehr lange her. Schauen wir uns den Kamin als erstes an. Das Feuer muss das ganze Jahr über brennen, sonst wird es hier sehr kalt. Mhm. Nur das leise Knistern des Feuers dringt ans Ohr. Schönes. Unser Familienwappen. Es ist seit dem Mittelalter das Symbol unseres Adels. Schönes Feuerknistern. Wer ist das? Mordred Gordon, Mordred. Das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Mhm. Das weiß ich, warum finster. Es sieht irgendwie erschreckend aus. Mordred. Dann quatschen wir mal Bates eine Runde. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir.
Wir haben ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als sie weggingen. Sehr schön. Danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke. Ich komme zurecht. Mhm. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Ach du Heilige, ey, kann ich ja 5 Jahre mit dem quatschen. Fangen wir an mit Robert. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Hm. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Schon wieder quatschen. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen, aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter, als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt. Und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Hm, vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Mhm. Bates, Kamin. Können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Mhm. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh, aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Naja, dann wollen wir mal laufen. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Ah, rechts neben dem Fenster auf der Mauer. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte... Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Mhm. Fleck. Okay. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Brauche ich doch wieder ein Fotoapparat. Uncool. Geh mal rein. Vielleicht können wir, vielleicht ist der Bates ja noch da. Dann können wir noch den Rest mit ihm bequatschen. Ach, weg ist er. War nicht schlecht. Darauf sitzt Bates manchmal, wenn er nichts zu tun hat.
Er scheint seit Jahren nicht bewegt worden zu sein. Schwarze Statue. Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Es scheint eine Art Schlüssel zu sein oder ein Amulett. Es ist sinnlos, diese Bücher durchzublättern. Keines davon kann mir sagen, was passiert ist. Noch mehr Bücher. Wirst du zum Bücherwurm? Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Großes Buch. Die Chronik von Schloss Wormhill. Dann lesen wir mal. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss. In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Wir schauen uns noch in der Bibliothek um und dann wird es wahrscheinlich schon ein Folgenpäuschen geben. Das ist doch jetzt schon wieder recht spät.
Ein Plan von unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Den nehme ich mit. Alles steckt da ein hier. Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Mhm. Genau, Willow Creek, wie ich vorhin gesagt hatte. Willow Creek in der Nähe von Black Mirror. Naja. Bücherschrank. Haben wir hier sonst noch was? Literarische Werke. Renaissance. Darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Vielleicht. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Alter Falter. Der Globus. Hier scheint etwas zu fehlen. Hier scheint etwas zu fehlen. Das kann ich mich auch noch dran erinnern, aber dazu sage ich nichts. Schauen wir uns das Bild an. Jeremy Gordon, Williams Vater. Tja. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Vielleicht. Da musst du aber nicht aufheben. So. Viele Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit darin zu lesen. Dann sprech mal mit Hermann. Oder Hermann. Ist ja Englisch. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Dann sprech mal mit ihm. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Klingt ein bisschen unfreundlich, der Herr. William, ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen... Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Aber hä? Ich werde bestimmt kommen. Dr. Hermann weiß etwas so, Wichtiges. So, der ist der Doktor. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Okay. Gut, das war's dann ja eigentlich schon. Gucken. So wie ich weiß, steht Bates in der Küche. Und kocht. Ha, bin ich nicht gut. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Dann reden wir noch mit Bates. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William... Wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Jetzt haben wir eben das Bild. Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Geh mit dem Sir. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Ziemlich schnell auf den Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon.
Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ja, mach das. Dann gehen wir hier wieder raus. Was könnten wir noch machen? Genau, wir müssen ja nochmal... Ich schau mal kurz, ob vielleicht Victoria noch was sagt. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Dann nicht. Dann gehen wir mal hoch zu Robert nochmal kurz und dann schauen wir uns den Dachboden an. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher? Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in dein Arbeitszimmer? Hat er dir das erzählt? Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. Robert, sieh dir dieses alte Foto an. Weißt du, wer das sein könnte? Nein, ich kenne diese Person nicht. Warum fragst du? Negative oder positive Antwort? Oh, positiv. Ich habe das Foto im alten Flügel gefunden. Es lag in Stücken in einem Kamin. Angesichts der Tatsache, dass jemand das Foto zerrissen hat, ist die Person darauf vermutlich nicht sehr wichtig. Vergiss es einfach. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Mach das. Kommt mir ein bisschen spanisch vor. Gut, gut. Dann gehen wir in den... Nee, zum Dachboden. Halt, bevor du mich wieder ärgerst. Genau, jetzt... Damit gibt es auch hier schon ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Black Mirror Dunkelheit des Spiels oder irgendwie sowas. Der dunkle Spiegel der Seele.